Simplify Your Life von Werner Tiki Küstenmacher. Einfacher und glücklicher Leben. Willkommen zu einer Reise zur Kunst des einfachen und glücklichen Lebens. In unserer hektischen Welt sind wir oft von Chaos, Unordnung und Planlosigkeit umgeben, was uns das Leben unnötig schwer macht. Es führt dazu, dass wir Schlüssel verlieren, zu spät zu Verabredungen kommen und wichtige Dinge vergessen. Ein Meister der Einfachheit und Ordnung ist Werner Tiki Küstenmacher. Sein Buch Simplify Your Life, das im Jahr 2001 veröffentlicht wurde, wurde in 40 Sprachen übersetzt und hat das Leben vieler Menschen nachhaltig verändert. In diesem Buch gibt Küstenmacher wertvolle Tipps, wie man alle Bereiche des Lebens vereinfachen kann, um dadurch ein glücklicheres Leben zu führen. In den folgenden Zusammenfassungen erfährst du, warum selbst das Putzen der Toilette eine spirituelle Angelegenheit sein kann, wie du deinen Schreibtisch entrümpelst und woran du einen wahren Freund erkennst. Begleite uns auf dieser Reise zur Vereinfachung und Entdeckung eines glücklicheren Lebens. Kernaussage 1: Vereinfachung ist ein Megatrend, der alle Lebensbereiche durchdringt. Die Simplify-Methode von Werner Tiki Küstenmacher kann dir dabei helfen. Träumst du manchmal von einem unkomplizierten Leben, in dem du einfach sein kannst, ohne ständig mit den Widrigkeiten des Alltags, Besorgungen, Unterbrechungen und Ärgernissen kämpfen zu müssen? Dieses gute Leben ist möglich und der Weg dorthin heißt Simplify. Vereinfachung ist in unserer Zeit allgegenwärtig. Von Software-Design bis zur Ernährung streben wir nach Einfachheit und Natürlichkeit. Der Trend zur Vereinfachung ist deutlich erkennbar. Selbst in der Werbung werden Produkte nicht mit Komplexität beworben. Obwohl ein vollkommen einfaches Leben nicht existiert, sollten wir dennoch stets danach streben, es zu erleichtern, da die Komplexität von alleine wächst. Wer sich nicht um Effizienz, Einfachheit und Ordnung bemüht, wird bald von Papierstapeln erdrückt, verliert den Überblick und kann seine Finanzen nicht mehr verwalten. Einfachheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen, da Chaos schon immer Gefahr bedeutet hat. Die Simplify-Methode bietet 8 Schritte, um alle wichtigen Lebensbereiche zu vereinfachen. Deine Besitztümer, deine Finanzen, deine Zeit, deine Gesundheit, deine Beziehungen, deine Partnerschaft, deine persönliche Entwicklung und deine Spiritualität. Diese 8 Schritte entsprechen auch den folgenden 8 Zusammenfassungen, die dich auf dieser Reise zur Vereinfachung begleiten werden. Die Fähigkeit zur Vereinfachung besitzt jeder von uns bereits. Wir müssen sie nur nutzen. Werner Tiki Küstenmacher erinnert uns daran, dass die Fähigkeit, stundenlang entspannt herumzusitzen und nichts zu tun, eigentlich unser ursprünglicher Zustand ist. Wir haben dies lediglich verlernt. Alle Ideen, die in den kommenden Zusammenfassungen vorgestellt werden, basieren auf dem einfachen Prinzip des Weglassens. Warum also kompliziert, wenn es auch einfach geht? Beginnen wir mit dem ersten Schritt auf der Lebenspyramide, die Vereinfachung unserer Besitztümer. Kernaussage 2: Deine Dinge auszumisten bringt dir neue Klarheit und Energie. Das Ziel der Vereinfachung im Bereich deiner Besitztümer ist es, ein einfacheres und übersichtlicheres Leben zu führen. Du kannst damit beginnen, deinen Arbeitsplatz zu entrümpeln, da dies die Produktivität steigert. Überraschenderweise ist der perfekte Moment dafür, wenn du eigentlich keine Zeit hast, da Unordnung und Gerümpel die größten Zeitfresser sind und das Ausmisten sofort positive Auswirkungen hat. Die 4-Quadranten-Methode hilft dir dabei. Alles, was du in die Hand nimmst, ordnest du in eine der folgenden Kategorien: Wegschmeißen, sofort und großzügig. Weiterleiten, auch sofort und großzügig. Wichtig, hier solltest du geizig sein, da du diese Dinge später genauer prüfen musst. Wunder, alles, was du sofort erledigen kannst, zum Beispiel durch einen Anruf oder eine E-Mail. Nachdem du damit fertig bist, wirst du feststellen, dass du sofort mehr Freude an deiner Arbeit hast. Das Entrümpeln deiner Wohnung hat denselben Effekt wie das Ausmisten deines Arbeitsplatzes. Unnötiger Ballast verhindert, dass du die schönen Dinge des Lebens genießen kannst und belastet dein Unterbewusstsein. Du musst dir dabei nicht zu viel vornehmen. Stattdessen kannst du dich jeden Tag einem kleinen Bereich widmen, zum Beispiel einer Schublade oder einem Regalfach, anstatt die ganze Wohnung auf einmal zu durchforsten. Beginne mit etwas, das nicht länger als eine Stunde dauert, wie das Gewürzregal in der Küche. Räume alles heraus, putze gründlich und behalte nur, was du wirklich nutzt und magst. Der Rest kann weg. Die Simplify-Methode bedeutet nicht, dass jeder Winkel perfekt aufgeräumt sein muss. Stattdessen geht es darum, Energie aus der Vereinfachung zu ziehen und dadurch ein einfacheres Leben zu führen. Kernaussage 3:
Klarheit und Einfachheit in den Finanzen machen dich reich. Nachdem du Ordnung in deinen Besitztümern geschaffen hast, ist der nächste Schritt, Klarheit und Einfachheit in deinen Finanzen zu erreichen. Das Ziel hierbei ist, in die Lage versetzt zu werden, finanziell unabhängig und ohne Komplexe zu handeln. Erfahre, wie du innere Geldblockaden entfernen kannst, da oft gewohnte Denkmuster dich unbewusst daran hindern, Wohlstand zu erreichen. Zum Beispiel neigen 80% der Deutschen dazu, ausreichend Geld als Voraussetzung für ein glückliches Leben anzusehen. Eine bessere Sichtweise ist, dass du nicht glücklich wirst, weil du Geld hast, sondern du die Möglichkeit hast, reich zu werden, wenn du bereits glücklich bist. Entferne die Vorstellung, dass du anderen etwas wegnimmst, wenn du selbst Geld und Wohlstand anhäufst. Es gibt genug für alle. Strebe stattdessen nach Klarheit und Bewusstheit in finanziellen Angelegenheiten. Behalte deinen Kontostand im Auge, führe deine Steuererklärung selbst durch und lege monatlich einen bestimmten Betrag auf ein separates Sparkonto. Bezahle möglichst oft in bar, um ein besseres Gefühl für deine Ausgaben zu bekommen. Reich sein bedeutet nicht zwangsläufig, 1 Million Euro auf dem Konto zu haben. Laut einer Studie von Daniel Kahneman und Angus Deaton aus dem Jahr 2010 steigt das Glücksempfinden nur bis zu einem Jahreseinkommen von etwa 60.000 Euro. Alles darüber kann zu mehr Problemen und Stress führen. Letztendlich hat Reichtum weniger mit Geld zu tun, sondern ist eine Frage des Bewusstseins. Wenn du den inneren Reichtum erkennst und Zeit, Freiheit, Familie und so weiter als Luxus betrachtest, wirst du auch mit einem niedrigeren Kontostand reich sein. Es kommt darauf an, wie du dein Einkommen verwaltest, schätzt und sicherstellst, dass du nicht mehr ausgibst, als du verdienst. Kernaussage 4: Du gewinnst Zeit, indem du Prioritäten setzt und auch mal Nein sagst. Nachdem du Ordnung in deinen Besitztümern, deinen Finanzen und deiner Zeit geschaffen hast, ist es wichtig, auch deinen Terminplan zu entrümpeln und Prioritäten zu setzen, um mehr Zeit für das Wesentliche zu gewinnen. Dein Ziel sollte sein, die Kontrolle über deine Zeit zurückzugewinnen und selbst darüber zu bestimmen. Viele Menschen klagen über Zeitmangel, obwohl wir alle nur 24 Stunden am Tag haben. Diejenigen, die behaupten, keine Zeit zu haben, haben oft einfach zu viele Aufgaben auf ihrem Tagesplan. Es geht also darum, Aufgaben zu reduzieren, anstatt Zeit zu sparen. Setze klare Prioritäten und fokussiere dich auf die wichtigsten Aufgaben. Mit dieser mentalen Ordnung wirst du Aufgaben schneller erledigen und mehr freie Zeit haben. Bewusstsein darüber, welche Aufgaben die höchste Priorität haben, ist der Schlüssel. Lerne konsequent Nein zu sagen, wenn du überfordert bist. Du musst nicht alles schaffen. Indem du deine Belastungsgrenze senkst, machst du dein Leben einfacher. Akzeptiere deine Schwächen und verschwende keine Zeit damit, sie zu verbergen. Minimiere Störungen und Unterbrechungen so weit wie möglich. Schließe die Tür, schalte das Telefon auf lautlos und arbeite ungestört. Menschen, die deine Aufmerksamkeit benötigen, können sich später melden oder dir eine E-Mail schicken. Verabschiede dich auch von übermäßigem Perfektionismus. Der letzte Feinschliff an einer Aufgabe kostet oft viel Zeit und bringt nur geringen Mehrwert. Sei bereit, Dinge loszulassen und dich neuen Herausforderungen zuzuwenden. Wenn du dich auf das Wesentliche konzentrierst und kluge Prioritäten setzt, wirst du erstaunliche Fortschritte machen. Es war das Chaos, das dich bisher daran gehindert hat, dein volles Potenzial zu entfalten. Kernaussage 5: Ein paar Minuten Sport pro Tag wirken Wunder. Gesundheit ist ein entscheidender Faktor für Glück und Zufriedenheit im Leben. Die Simplify-Strategie in Bezug auf Gesundheit zielt darauf ab, auf deinen Körper zu hören und seine Kräfte zu bewahren. Es ist nicht notwendig, stundenlang im Fitnessstudio zu trainieren. Schon eine halbe Stunde Bewegung pro Tag, sei es durch Sport, Radfahren, Gartenarbeit oder Spaziergänge, kann ausreichen. Bewegung führt zur Freisetzung von Endorphinen, die das Glücksempfinden steigern und das Leben einfacher machen. Wichtig ist, dass Sport Spaß macht und nicht zu einem wettbewerbsorientierten Zwang wird. Finde eine Sportart, die dir Freude bereitet, und übertreibe es nicht. Selbst kurze Übungen von wenigen Minuten können positive Auswirkungen auf deinen Körper haben, ohne Stress zu verursachen. Ein gesunder Lebensstil beinhaltet auch die richtige Ernährung. Stelle dir dein ideales Aussehen vor und setze ein mentales Bild, das dein Gehirn speichert und deinen Körper dazu motiviert, sich diesem Bild anzunähern. Achte auf natürliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Getreide und vermeide Fertiggerichte, die leere Kalorien liefern.
Die Pflege deines Körpers und deiner Gesundheit ist letztendlich keine komplizierte Angelegenheit. Es geht darum, auf deinen Körper zu hören und ihm das zu geben, was er braucht, um gesund und fit zu bleiben. Kernaussage 6. Vertiefe echte Freundschaften und beende Beziehungen, die dir schaden. Vereinfache deine Beziehungen, indem du echte Freundschaften vertiefst und schädliche Beziehungen beendest. Aktiv gestalte deinen Freundeskreis und erkenne, welche Freunde dein Leben einfacher und besser machen. Schätze diejenigen, die dich unterstützen und positive Energie in dein Leben bringen. Beende Freundschaften, die dir schaden oder dich zurückhalten. Ein einfacher Test ist, zu sehen, wie eine Freundschaft auf Distanz reagiert. Wahre Freundschaften können solche Phasen überstehen, während oberflächliche Freundschaften daran zerbrechen. Echte Freundschaft erfordert keine ständige Berechnung oder das Aufrechnen von Dingen. Vermeide Neid und Urteile in Beziehungen. Neid kompliziert das Leben und bringt niemandem etwas. Wenn du neidisch auf jemanden bist, denke an die Opfer und Anstrengungen, die diese Person gebracht hat, um dorthin zu gelangen. Verurteile andere nicht leichtfertig, da ihre Lebensumstände und Hintergründe oft komplexer sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun, und versuche, das Positive in anderen zu sehen. Indem du negative Gefühle zurückstellst und eine positive Einstellung zu anderen entwickelst, kannst du deine Beziehungen einfacher und natürlicher gestalten. Kernaussage 7. Um eine unkomplizierte und glückliche Partnerschaft zu führen, muss man viel über sich selbst sprechen. Für eine unkomplizierte und glückliche Partnerschaft ist offene Kommunikation über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse entscheidend. Jede Beziehung durchläuft nach der ersten Verliebtheitsphase Herausforderungen, die durch offene Gespräche über die eigenen Bedürfnisse bewältigt werden können. Regelmäßige Zwiegespräche nach einem bewährten Modell, wie dem von Psychoanalytiker Michael Lukas Möller vorgeschlagenen, können Vertrauen und Zuneigung fördern. In solchen Gesprächen haben beide Partner Zeit, um abwechselnd 15 Minuten lang über sich selbst und ihre aktuellen Gefühle zu sprechen, während der andere Partner zuhört, ohne zu unterbrechen. Dies fördert Gleichberechtigung, Verständnis und Klarheit in der Beziehung. Eine ausgewogene Work-Life-Balance ist ebenfalls entscheidend für eine glückliche Partnerschaft. Die Simplify-Strategie unterstützt dabei, Beruf und Privatleben miteinander in Einklang zu bringen. Dies beinhaltet effektive Zeitplanung, das Bewahren eines angemessenen Energielevels und die Pflege von Zärtlichkeit und Romantik in der Partnerschaft. Es gibt viele Simplify-Strategien, um Beziehungen unkompliziert und erfüllend zu gestalten. Der Schlüssel ist, mit offener Kommunikation und gegenseitigem Verständnis zu beginnen, um eine solide Grundlage für eine glückliche Partnerschaft zu schaffen. Kernaussage 8. Vereinfache das Konzept von dir selbst, um eine klare Richtung in dein Leben zu bringen. Die Vereinfachung deiner eigenen Person und Ziele ist entscheidend, um Klarheit und eine klare Richtung in deinem Leben zu finden. Jeder Mensch hat ein Lebensziel, und das Finden dieses Ziels kann dazu beitragen, das Leben einfacher und erfüllender zu gestalten. Die Simplify-Methode unterstützt dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Ablenkungen zu minimieren, um das Lebensziel zu identifizieren. Bei der Suche nach einem Lebensziel sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, darunter persönliche Erwartungen, Stärken und Schwächen sowie familiäre Erwartungen. Ein realistisches Lebensziel sollte in Einklang mit diesen Aspekten stehen. Die Entwicklung der eigenen Stärken ist entscheidend, um das Lebensziel zu erreichen und das Leben zu vereinfachen. Anstatt sich auf die Beseitigung von Schwächen zu konzentrieren, sollten Stärken identifiziert und weiterentwickelt werden. Klarheit über die eigenen Stärken und Ziele trägt dazu bei, unnötigen Ballast loszulassen und effektiver auf das Lebensziel hinzuarbeiten. Eine einfache und klare Sicht auf das Leben und die persönlichen Ziele kann dazu beitragen, ein erfüllteres und weniger kompliziertes Leben zu führen. Kernaussage 9. Vereinfache deine Spiritualität, um erfüllt zu leben. Um ein erfülltes Leben zu führen, ist es wichtig, Einfachheit in deine Spiritualität zu bringen und Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu finden. Das Ziel besteht darin, Klarheit über den Sinn des Lebens, die Herkunft und das Schicksal zu gewinnen. Es kann hilfreich sein, einen festen Ort für deine spirituelle Praxis zu finden, an dem du zur Ruhe kommen und dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Dieser Ort kann eine Kirche, ein Museum oder ein anderer persönlicher Raum sein. Regelmäßige Besuche an diesem Ort können dir helfen, deine Verbindung zur Spiritualität zu vertiefen. Die Integration von Symbolen wie Heiligenbildern oder Kerzen
kann jedem Ort eine spirituelle Atmosphäre verleihen und eine tiefere Verbindung zur Spiritualität ermöglichen. Alltägliche Aktivitäten können ebenfalls zu spirituellen Erfahrungen werden, wenn du sie bewusst angehst und dankbar für die einfachen Dinge im Leben bist. Selbst scheinbar banale Aufgaben wie das Putzen können zu Momenten der Spiritualität werden, wenn du sie als Gelegenheit zur inneren Reinigung und Vereinfachung betrachtest. Spiritualität kann auf andere Lebensbereiche ausstrahlen und dir helfen, inmitten von Chaos und Unordnung ruhig und gelassen zu bleiben. Wenn du Klarheit in deiner Spiritualität findest, legst du eine solide Grundlage für ein einfaches und erfülltes Leben. Zusammenfassung zum Buch Simplify Your Life von Werner Tiki Küstenmacher. Jeder Mensch strebt nach einem unkomplizierten und klaren Leben, denn erst in der Einfachheit sind wir richtig glücklich. Es gibt zahllose Tipps und Tricks, mit denen wir unnötiges Chaos und Probleme aus den verschiedensten Lebensbereichen beseitigen können. Was du konkret umsetzen kannst: Nimm die Treppe. Mach dir das Leben nicht kompliziert, indem du dich zu Trainings zwingst, auf die du keine Lust hast. Nimm stattdessen einfach die Treppe anstatt den Lift. Das ist die billigste und wirksamste Fitnessübung, die es gibt. Oben angekommen wirst du deinen Herzschlag spüren und das gute Gefühl haben, ganz einfach etwas Gutes für deinen Körper und dein Leben getan zu haben. Sorge für Unglücksfälle vor. Das Leben ist kompliziert genug. Wenn du dann noch schwer krank bist oder einen Unfall hast, wird es oft so verzwickt und tragisch, dass du überhaupt keinen Ausweg mehr siehst. Besser ist es, wenn du vorsorgst. Auch wenn es jetzt gerade unangenehm ist. Kläre solche Fragen wie die nach einer Patientenverfügung oder dem Testament mit deinen Angehörigen. Wenn es dann wirklich so weit kommen sollte, hast du schon vorher für Klarheit gesorgt und kannst dich mit anderen Dingen beschäftigen, die in dem Moment sicher wichtiger sind. Vereinfache deine Sachen. Beginne damit, deine physische Umgebung zu vereinfachen. Nutze die 4-Quadranten-Methode, um Dinge in deinem Leben zu kategorisieren und unnötigen Ballast loszuwerden. Eine aufgeräumte Umgebung führt zu mehr Klarheit und Einfachheit. Schaffe finanzielle Klarheit. Setze klare Prioritäten und achte darauf, nicht mehr auszugeben, als du einnimmst. Geld ist nicht alles im Leben und es ist wichtig, die richtige Einstellung zu Finanzen zu haben, um ein einfaches und erfülltes Leben zu führen. Setze klare Prioritäten und sage Nein. Gewinne Zeit, indem du klare Prioritäten setzt und auch mal Nein zu unnötigen Verpflichtungen sagst. Konzentriere dich auf das Wichtige und lasse unwichtige Dinge los, um mehr Zeit für die Dinge zu haben, die dir wirklich wichtig sind. Vertiefe echte Freundschaften und beende schädliche Beziehungen. Aktiviere deinen Freundeskreis und pflege Beziehungen, die dir gut tun. Beende Freundschaften, die dir schaden oder dich belasten. Sei nicht neidisch und verurteile andere nicht. Konzentriere dich auf positive Beziehungen, die dich unterstützen und bereichern. Investiere in deine Partnerschaft. Sprecht miteinander und führt regelmäßige Zwiegespräche, um Vertrauen und Verständnis aufzubauen. Finde eine Balance zwischen Beruf und Privatleben und halte das Zärtlichkeitskonto im Plus, um eine glückliche Partnerschaft zu führen. Vereinfache dein Selbstbild und finde deine Lebensrichtung. Entdecke deine Stärken und konzentriere dich darauf, anstatt deine Schwächen zu bekämpfen. Finde dein Lebensziel und richte deine Bemühungen darauf aus. Vereinfache dein Selbstbild und erkenne, wer du wirklich bist. Bringe Einfachheit in deine Spiritualität. Finde einen festen Ort für deine spirituelle Praxis und integriere Symbole, um deine Verbindung zur Spiritualität zu vertiefen. Nutze alltägliche Aktivitäten als spirituelle Erfahrungen und schaffe Balance und Ausgeglichenheit in deinem Leben. Diese Zusammenfassung verdeutlicht, wie du mit Hilfe der Simplify-Strategie Einfachheit in verschiedene Lebensbereiche integrieren und ein unkompliziertes und erfülltes Leben führen kannst. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!